Ja, ich lasse mir Zeit, ne? Ist ja mein Kanal, mein Let's Play, da kann ich ja machen, was ich will. Das ist mein Argument. Das will ich einfach nochmal gesagt haben, ja? Ich mag es nicht, mich an Pläne zu halten, beziehungsweise, was heißt nicht an Pläne zu halten, ne? Ich mag schon einen strukturierten Kanalaufbau mit Zeiten und so weiter. Nur mag ich es nicht halt immer, mich irgendwie was aufzuzwingen, oder zum Beispiel, wenn ich es mal nicht hinkriege, um 13.30 Uhr zum Beispiel, wie ich es eigentlich vorhabe, jeden Tag ein Video rauszuhauen und um 18 Uhr ein zweites Video rauszuhauen, wenn ich es nicht hinkriege, dann habe ich es halt nicht hingekriegt, fertig ist. Was ich leider immer blöd finde, so, weil ich mag's, deswegen kündige ich auch nicht so gerne was an. Weil, wenn ich was ankündige und ich es doch nicht hinkriege. Oh, heilige Maria, habe ich mich hier erschrocken. Alter Schwede, was ist denn auf einmal mit den Zombies los hier? Warum sind die auf einmal so verhäuft? Oder so oft? Oder ist der Schwierigkeitsgrad schwer erst jetzt eingetreten? Oh, die wachsen schön hoch. Die lasse ich mal da. Wir haben ja genug. So. Ja, Gravel haben wir mitgenommen, dann können wir ja direkt dahin klatschen wieder. Wobei ich ja eigentlich da hinten, ja, soll ich den jetzt hier schon mal hinknallen? Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Eigentlich wollte ich ja hier, da hinten den Weg machen. Deswegen würde ich sagen, wir heben uns nochmal den Gravel auf. So, zwei, schlechter kann man es nicht machen. Zwei und zwei, so dann. Also wir sagen es mal so, das ist ein kleiner Lagerraum. Hier können wir dann nur einer Kisten machen. Oh, wenn ich mal überlege, das ist echt nicht gerade geil. So, da können wir auch keine Kisten mehr machen. Wobei, wir haben Slabs benutzt. Das bringt uns aber jetzt auch nichts mehr in dem Fall. Da hätten wir noch einen weiter, naja, einen halben Block höher gehen müssen. Ah, naja. So, das irritiert mich hier irgendwie voll, weil mir sieht das so fremd aus für mich. So, machen wir aus der restlichen Kohle. Haben wir jetzt echt, war das jetzt unsere letzte Kohle? Haben wir jetzt echt keine Kohle mehr? Das würde mich ja echt wundern. Wir haben Eisen, alles, aber keine Kohle. So. Ist ein bisschen überbeleuchtet. Oder ein bisschen extrem beleuchtet. Naja, eigentlich nicht. So. Also wegen den Kisten jetzt. Wir brauchen ja Platz für die Kisten später. Oder jetzt. So, da würde ich sagen, dass wir da und da und da. So, das Ding ist die Tür. Die nervt jetzt eigentlich, weil jetzt können wir nämlich keine... Alter, ich bin schon wieder ein bisschen heiser oder ein bisschen fertig. Ich nehme aber zu viel. Ich nehme gar nicht mal so viel auf. Mein Problem ist eigentlich eher, dass ich immer zu spät aufnehme. Wir haben es ja jetzt 3.43 Uhr. Ne, 48. Und ja, um die Uhrzeit aufzunehmen. Und wenn man dann morgen früh aufsteht, das heißt, ich bin jetzt wieder fast 24 Stunden wach. Das heißt, ich bin wieder ein bisschen durch. Und einerseits bin ich wieder ein bisschen, natürlich, das geht halt auf die Stimme, wenn man länger wach ist und dann schon mehr geredet hat, aktiver war und so weiter, dann ist halt die Stimme auch irgendwann weg. Ich habe hier aber was zu trinken, ich habe mich vorbereitet. Was ich immer sehr, ich wollte eigentlich gerade sagen, immer wenn ich was trinke, dann ist meine Stimme auch immer wieder richtig heftig da und man hört sich wieder komplett anders an, aber das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Irgendwie hört sich meine Stimme... Ja, was heißt, hört sich meine Stimme komisch an? Meine Stimme gibt einfach auf. Ja, meine Stimme hört sich sowieso komisch an. Habe ich auch schon öfters gelesen. Ich habe irgendwie eine einzigartige Stimme. Nee, ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel auch schon mal gelesen, ich höre mich an wie ein Huhn auf Crack. Nehme ich mal als Kompliment an, ja. Das ist aber auch gar nicht so scheiße gemacht hier. Also ich finde das geil, das hat was RPG-mäßiges, ne? Kennt ihr das vom, hier... RPG-Maker, beziehungsweise RPG-Maker, RPG-Spiel im Allgemeinen. Ich habe ein RPG Maker. Ich bin ja auch so ein bisschen in der Spieleentwicklung unterwegs. Alter, heilige Scheiße. In der Spieleentwicklung unterwegs und deswegen, also jetzt nicht beim RPG Maker, das kann man nicht hier die Spieleentwicklung nennen. Je nachdem, ne, wie man es angeht. Ich meine jetzt eher jetzt hier mit Unity oder Unreal Engine oder halt nicht nur das mit Engine, das ist ja zum Beispiel mit Blueprint oder sowas zu machen, eher programmieren mit C++ oder Java, zum Beispiel mit Java habe ich auch was angefangen, C++ auch, und auch mit, wie nennt man das denn hier nochmal, ich habe schon bei JavaScript, ist das doch, ne, ich weiß es schon nicht mehr, habe ich schon länger nicht mehr gemacht, JavaScript, damit habe ich auch mal was gerne gemacht, ist auch mal cool, kann man im Browser was machen, immer spontan auch, ich finde das ganz geil. Eigentlich. Das ist cool. Also, man müsste es wieder ein bisschen anders machen, weil das finde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so geil. Das muss man das vielleicht...
Ich probiere mal aus. Ja, und übrigens, ich weiß, ich unterhalte mich hier oder ich rede immer recht viel, mache aber immer recht wenig. Manchmal stehe ich stehe hier jetzt gerade die ganze Zeit rum und mache jetzt gar nichts Produktives oder so. Aber ganz ehrlich, das ist mir, also so sieht das viel besser aus. Ne? Wollen wir jetzt eigentlich mit dem, also wir können abstimmen, mit dem Sparks PBD Craft oder mit dem Chroma Hills? Also das für das vorherige Texture Pack oder mit diesem Texture Pack jetzt? Heilige Scheiße. So. So würde ich das machen tatsächlich. Normalerweise würde das richtig scheiße aussehen, aber hier sieht es mega geil aus. Vielleicht können wir sogar... Oh, geil. Damit kann man... Oh, shit. Ich feiere das richtig. Das ist ja mega genial. Das ist ja der Mega-Hammer. Erde, Erde. So. Ich gehe kurz pennen, bevor hier noch wieder was spawnt und dann hier irgendwas um die Ohren fliegt. Das wollen wir nicht. Ja, und es tut mir leid, dass meine Stimme hier wieder ein bisschen am Abkacken ist. Am Abkratzen ist eher. So, kurz was essen. Boah, das Boot hält aber echt nicht lange. So, wir sollten uns Feld vielleicht ein bisschen vergrößern. weil ich glaube nicht, dass wir hier sonst noch lange überleben werden. Oh Gott, ich dachte gerade, diese Blumen, ne? Oder, das sind Sonnenblumen, oder? Ja, diese Sonnenblumen, die machen mich irgendwie wahnsinnig. Ich denke immer, dass da steht irgendein Mob, weil die so groß sind. Und noch so einen runden Kopf haben. So, haben wir das jetzt... Verbindet? Habe ich jetzt einen Stachschaden oder was? Warte mal. Das ist ja der kranke Wahnsinn. Der erkennt im Prinzip Wege? Was ist das denn für ein Texture Pack? Das ist die Weihnachts-Edition. Da kann ich mir noch die richtige Edition holen im Prinzip. Das ist ja mal geil. Habe ich jetzt was verpasst oder so? Aber was ist, wenn ich jetzt einen Cobblestone da haben möchte? Oder was ist, wenn ich jetzt hier den Gravel wegnehme? Erkennt ihr das denn nicht mehr als Weg oder so? Hä? Also die Sache, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ist, wenn ich jetzt random irgendwo so einen Cobblestone hin mache? Das kann er ja nicht machen. Wenn ich jetzt hier einen Cobblestone haben möchte, möchte ich ja nicht so einen kleinen Klotz da haben, oder? Aber das ist irgendwie, ich finde das geil, aber andererseits auch irgendwie ein bisschen blöd. Also ich dachte, das wäre jetzt nur bei den Wegen. Achso, das ist... ja, weil das so noch grün ist. Im Prinzip mehr grün als Stein. Hier sieht man noch den Erdeklumpen. Ich finde das, das hat was Geiles so, ne? Aber es ist ein bisschen... Ja, es ist ein bisschen... So, den Weg habe ich jetzt deswegen eingerissen. Ich dachte, ich habe jetzt echt gerade gedacht, dass er erkennt, dass hier links und rechts Cobblestone sind. Und deswegen macht er daraus so einen halben Dingsstein daraus. Das wäre ja so übergenial gewesen. Man stellt sich mal vor, wenn wir da Holz hinmachen würden, er macht das genauso. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre echt, das ist... Da würde ich mich erstmal fragen, wie er das macht. Weil ich bin ja immer ein Mensch, ich möchte, es ist ja cool und dies und jenes, dass es geht. Auch bei vielen Sachen, jetzt zum Beispiel auch in der Medizin oder irgendwas Technisches oder so. Aber ich, was Besonderes oder irgendwelche Sachen, zum Beispiel Lügendetektor oder so weiter. Ich möchte dann immer wissen, wie das auch funktioniert, die Mechanik dahinter, die möchte ich verstehen. Ist ja cool, dass sowas geht und so weiter, aber ich möchte wissen, wie zum Beispiel sowas klappt. Da bin ich immer so ein Mensch, der möchte wissen, wie. So, wollen wir jetzt eigentlich einen Weg machen hier mit Cobblestone weiterhin? Weil eigentlich, die Bäume sind ja eigentlich gar nicht gedacht gewesen. Aber irgendwie denke ich mir gerade, man könnte hier Bäume hinpflanzen und dann so einen Weg durch einen Baum machen, Wald machen. Alter, das mit dem Texture Pack hat man ja, ist man ja gleich viel kreativer. Ich habe damit viel mehr Möglichkeiten irgendwie gefühlt. Weil damit kann man Sachen machen, die ja nicht mal mehr, also die einfach wesentlich geiler aussehen. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, wir bleiben bei dem Texture Pack. Habe ich mich jetzt schon entschieden. Ja. Ich bin gerade überlegen. Also, was wollen wir denn hier überhaupt machen? Das ist das Ding. Wenn ich jetzt schon mal Wege mache und so, ich glaube, wir sollten es echt erst machen, wenn wir auch einen Plan haben. So, deswegen mache ich hier hinten Gravel. Oh, das ist einfach geil. So, warte mal. Will ich nochmal was ausprobieren? Was ist, wenn wir zum Beispiel eine Slab da jetzt hinsetzen? Eine Slab ist eine Slab. Also das heißt, okay, wir können Slabs benutzen und dann sieht er, zeigt er das auch noch als ganzen Block im Prinzip an. Nur was ich genial halt finde, dass das jetzt halt so aussieht. Nur eigentlich ist das ja als Bürgersteig gedacht im Prinzip. Oder naja, man kann es so sehen, wie man will. Das könnte eine Umrandung sein, es kann aber auch halt ein Bürgersteig sein.
Und hier ist nicht mehr so viel Platz für einen Bürgersteig, oder? So. Naja, so, man würde so Hälfte Rasen gehen und so, ne, aber... Ja, doch, es ist, man kann es aber machen. Nur das, was mich jetzt ein bisschen nerven, müsste das hier abmachen. Denn sonst hätte man nämlich hier sowas Nerviges. Das ist, ne, wie man hier auch gerade sieht, ich finde das ein bisschen blöd. Und zum Beispiel auch bei der Treppe, auf einmal, zack, geht es hier so, da sind so ein paar Mankos. Aber gut, was soll man machen? Oder das hier zum Beispiel gefällt mir auch nicht so ganz, weil es sah vorher besser aus, weil der Weg halt direkt verbunden ist. Oh, da können wir aber einen Trick verwenden. Da können wir das Texture Pack austricksen, einfach so. Zack, schon haben wir es wieder geregelt. So, und das finde ich halt auch genial. Du kannst einfach so Wege jetzt dahin machen. Ja, und das, was ich gerade gesagt habe, wir können hier einerseits mal ernten. Wobei das, ja, doch, Zuckerrock können wir schon ernten, cool. Ernten wir nämlich die ganzen Sachen und pflanzen hier neue an und machen das Feld gleich mal ein bisschen größer. Und dann würde ich leider auch schon sagen, dass es schon wieder mit der Aufnahme hier war. Es tut mir leid. Und leider heute noch nicht mal mit Minecraft-Geräuschen. Oh, oh, oh. Ja, aber ab nächstes Jahr 2018 wird alles besser. Alles auf Anfang im Prinzip. Nee, nicht alles auf Anfang, aber ich versuche alles, um das Vielfache zu verbessern. Qualitativ möchte ich mich steigern und... regelmäßig möchte ich Videos bringen. Also ich möchte vielleicht sogar jeden Tag 3 Videos bringen. Aber da werde ich schauen, ob ich das hinkriege, ob das machbar ist und so weiter. Und ich hoffe übrigens, dass es nicht so laggt. Wobei, das läuft ja gerade sogar recht flüssig, merke ich. Gerade vorhin hat es so ein bisschen... Weil im Fenstermodus hat man manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen laggier ist. Ein bisschen laggier. Ein bisschen ruckelt ist. Ruckelt ist. Ach ja, ich mag die Uhrzeit. Und mich. Wenn ich durch bin. So. Guck mal, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich machen wollte. Was wollte ich jetzt hier? Ah, genau, ich wollte das Feld vergrößern. Habe ich denn dann noch eine Spitzhacke? Beziehungsweise nicht eine Spitzhacke, eine Hacke? Da habe ich noch eine Hacke, ne? Genau. Gut. Haben wir Seeds? Seeds haben wir sogar auch noch einige. Oh, Inventar schon wieder prallvoll. Na, hier hätten wir sogar, wie kann ich sowas stacken? Feuerstein können wir hier reinpacken. Können wir sonst noch was reinpacken? Zuckerrohr. Kann ich doch bestimmt auch da reinpacken. Ja, ein bisschen. Wobei, man pass auf. So, okay. Ich guck mal, ob da noch was anderes ist. Da, Seeds haben wir auch noch einige da. So. Zuckerrohr haben wir auch. Dass wir nochmal so eine extra Kiste. Hier müssen auch noch eine Truhe, eine Druckplatte hin. Ich will immer Pressure Plate sagen. So, okay, dann würde ich sagen, dass wir zack, zack und zack machen und zack und die Seeds behalten wir erstmal noch. So. Dass wir so eine eigene Kiste dafür haben, weil das wird sich auf jeden Fall noch stauen. Das Fleisch, das verrottete Fleisch packe ich jetzt auch mal da rein, die Sonnenblumen auch. So, da werde ich mir noch ein Sortiersystem, sag ich mal, ausdenken. Wir könnten ja sogar ein automatisches Sortiersystem machen, aber da würde ich eher mit einer Mod irgendwie gern was machen. Aber ich will das Spiel jetzt eigentlich nicht so modden, vor allem weil ich dafür gelobt wurde, dass normales Minecraft-Let's Play eine Seltenheit geworden ist, was mich wundert. Also, naja gut, doch, wobei es wundert mich nicht, weil, boah, das sieht aber auch nicht scheiße aus. Moment mal, man kann ja auch, war das nicht, dass man, nee, warte mal, das war so, ne? Geht da gar nicht kaputt. Ich dachte, das geht kaputt, wenn man darauf tritt. Man kann da rumtrampeln, wie man will. Ich dachte, das geht kaputt. Wenn ich das jetzt da wahrscheinlich mache, dann geht's kaputt. Ah, da hier geht's kaputt, aber hier nicht. Oder was habe ich da jetzt gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man ja so machen. Oh, das sieht auch geil aus. Mega, ey, wie ich das feiere, das Texture Pack. Das hat sich ja, also ich habe damals echt oft damit gespielt, weil es halt auch für PvP recht gut geeignet gewesen war oder ist. Nur, dass das mittlerweile auch zum Bauen so geil gedacht ist, damit kann man ja echt geile Wege noch machen. Mega. Kann man das jetzt hier irgendwie wieder, ich glaube, kann man es nicht mehr wegmachen, ne? Moment, dann machen wir das mal ganz kurz. Ach ja, ich weiß jetzt schon, dass wir hier gleich wieder bei 3 Folgen sind. Und das ohne Ton. Zumindest ohne Spielton. So. Gut, dann kümmern wir uns mal um ein größeres Feld. Eigentlich würde ich ja sagen, dass wir das nicht hier machen, weil das hier eigentlich nicht mehr hinpasst. Aber gut, ich mache das einfach mal so ein bisschen. Hier auch. So, das Wasser sollte ja bis hier eigentlich reichen. Das ist alles erstmal so ein bisschen, ja, so provisorisch, ne?
so auf Not. Ne, weil wir werden nicht hier, wir werden nicht länger überleben, wenn wir so wenig an Nahrung haben, beziehungsweise so wenig anpflanzen. Also das ist jetzt zwar nicht allzu wenig, aber es ist auch nicht allzu viel. Eigentlich brauchen wir viel, viel, viel mehr. So, dann pflanzen wir da mal was an. Zack, ich hoffe, das wird alles was. Wegen dem Wasser weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wie viel Blöcke Abstand man haben kann. Oder haben kann maximal, genau, das wollte ich sagen. So. Okay, ist jetzt auch nicht viel mehr, aber ein paar Brote sind's. So. Ich glaube, das waren 8 Blöcke oder 7 Blöcke zum Wasser. Also können wir eigentlich nochmal, also Abstand vom Wasser, können wir eigentlich nochmal eine Reihe raufknallen. So, und hier auch nochmal eine. Das sollte schon okay sein. Vor allem, weil hier ja auch noch Wasser ist. Kann ich eigentlich nochmal eine Reihe machen. Ich hoffe, das ist okay. Ich guck mal ganz kurz, ob hier, da, okay, da wird was nass. Okay, dann ist alles gut. Okay, hier könnte es grenzwertig werden, ne? Ah, hier wird es auch nass. Okay, perfekt. Haben wir hier irgendwo Wasser in der Nähe? Nee. Ah, hier, hier wird es nichts mehr. Na, ich warte nochmal ganz kurz. Die Felder, die austrocknen, sollen austrocknen und dann können wir da anpflanzen, wo es nicht austrocknet. So. Ah, okay. Ich glaube, hier wird das was. Also, ich meine, wenn das hier Feld jetzt hier was geworden ist, wird das hier auch was. Ob das jetzt was das wird, weiß ich nicht. Also, ich meine, naja, wenn man es jetzt so diagonal nimmt, dann müsste das ja eigentlich mal 1, 2, 3, 4. Na, eigentlich müsste das was werden, wobei es hier keine perfekte Wasserquelle mehr ist, ne? Genau, ich glaube, das müssen wir ändern. Na, nicht rausspringen. So, pass auf, dann machen wir es auch nochmal ganz kurz. Ich hole nochmal einen Wassereimer. Oder wir haben keinen dabei, ne? Ne. Holen wir ganz kurz einen Wassereimer. Ich mache die Wasserfläche da mal eben. Oder so, dass es nicht fließt. Und dann, wo ist denn der Wassereimer? Eimer, wo bist du? Eimer, hört sich an wie ein Name irgendwie. Ey, Eimer. Na, Eimer, wollen wir etwas machen? Hey, wir hatten doch einen Eimer gehabt, oder bin ich jetzt bescheuert? Versucht bitte die Frage nicht zu beantworten. Ich bin doch echt bescheuert jetzt, oder was? Wir hatten doch einen Eimer gehabt, oder täusche ich mich da jetzt? Wir haben jetzt auch keinen Eimer dabei, oder so. Denn den anderen Truhen muss ich gar nicht erst gucken. Muss ich mir jetzt einen neuen machen? Oder wie viel Eisen haben wir denn noch? 20? Ja, dann mache ich mir nochmal einen neuen. Und gleich finden wir ihn nicht, weil. Oder haben wir den in einer anderen Truhe da drüben? Das könnte sein. Das ist möglich. Also, ich weiß nicht, ob wir da eine Truhe überhaupt haben, aber könnte sein. Könnte sein. Oh, weh. Stand im Chat. Auf mysteriöse Art und Weise kam das da einfach hin. Ich weiß nicht wie. Doch, ich weiß wie. Ich habe auf die W-Taste gedrückt, weil ich gehen wollte und so weiter. Leider wird auf YouTube immer alles viel zu ernst genommen. Man darf mich übrigens nicht ganz ernst nehmen. Dass. Oh, Mist, ich habe das jetzt gar nicht vergessen. Dass das ja noch trocken ist. Das eine Feld da. So, ist das jetzt hier alles perfekt, Mentre. Ist aber irgendwie. Ist hier noch irgendwo. Doch, hier ist noch was. Man wird immer noch weggespielt irgendwie, warum auch immer. Man sieht es jetzt leider hier auch nicht genau. Eigentlich müsste ich dafür den Shader vielleicht ausmachen. Dann würde man das genau sehen. Oder es liegt hier einfach nur daran, dass da Löcher im Boden sind. Aber guck mal, wir hatten über einen Stack. Naja gut, wir hatten einen Stack und ich glaube 27 oder 17 oder sowas. Ein paar haben wir auf jeden Fall angepflanzt. So, okay. Dann mache ich hier einfach mal den Boden begradigen. Und jetzt läuft ja auch nichts mehr. Perfekt. Okay, lag echt nur daran. Dann. Oh, das sieht echt einfach so geil aus. Mega, ich feiere das übelst. Einfach saugeil. Gut, ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz ich kann schon nicht mehr reden. Eigentlich sollte ich nicht aufnehmen, ich weiß es. Einerseits wegen meiner Stimme. Und andererseits. Weil, wir haben es mittlerweile 4.05 Uhr und ja, das heißt, ich habe ja jetzt ungefähr 2 Folgen aufgenommen. Ja,
ich kann nicht weiter aufnehmen ohne Minecraft Sounds, weil das will ich nicht, ja? Ich will nicht, dass wenn die Folgen hier 2018 rauskommen, ohne Sounds sind. Ich will alles perfekt haben nächstes Jahr. Alles muss perfekt laufen. Ja, deswegen, wir sehen uns nach einem kleinen Aufnahme-Cut-Schnitt hier. Ja, was ich noch gerade sagen wollte, wo ich mich wieder selber unterbrochen habe, eigentlich sollte ich nicht aufnehmen, nicht um diese Uhrzeit. Man merkt vielleicht, manchmal merkt man das vielleicht mir an, ich weiß es nicht. Naja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Minecraft. Tschö, mit dir.